Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich ja mal etwas ganz Neues, was mir eben so spontan eingefallen ist, was ich nicht von irgendwo geklaut habe oder so. Nein, ich hoffe mal, dass es das noch nicht in großer Vielfalt gibt. Nämlich ein Train Simulator Vergleichsvideo. Heute mache ich nämlich den Vergleich zwischen den verschiedenen 4020ern von DTG und von RWA, also von Dovetail, vom Entwickler Dovetail Games und Railworks Austria. Ich habe hier auf einer kleinen Liste aufgeschrieben, was ich hier alles reinziehen werde. Also als erstes das Aussehen von außen. Ich werde Aussehen bewerten, das Führerstandsaussehen und also auf jeden Fall mal Innenansichten, auch Passagieransicht, also Fahrgastansicht, dann Repaints werde ich vorstellen, dann das Aufrüsten, das Fahrgefühl plus Analyse des Führerstands, Geräuschkulisse, zusätzliche Features und Abschiedsfazit, also was ich dann halt grundsätzlich von dem denke, zusammengefasst kurz. Also wir fangen einmal an vom 4020er von DTG. Den haben wir hier. Ja, so sieht das Ding einmal aus. Schaut eigentlich von außen sogar recht gut aus. Das ist hier jetzt einmal die die Flatsch-Variante. Ich gehe mal drauf, damit das Laggen hier aufhört, weil das kommt hauptsächlich von den Scheinwerfern und mir geht das auf die Nerven. So, dann haben wir, ja, das ist die Flatsch-Variante. Hier, was ich cool finde, ist, dass es eine normale Variante, eine saubere gibt und eine verwitterte. Also das gefällt mir ziemlich gut. Dann gehen wir hier nach vorne zu diesem Teil hier. Das ist die Variante mit ÖBB-Wortmarke. Wieder, hier gibt es auch wieder eine verwitterte, also eine saubere und eine verwitterte Variante. Und die rot-graue Variante, von der gibt es auch wiederum, ja, sauber und verwittert. Das sieht in dem Fall dann so aus. Ja, das sind die drei Lackierungen, die es von DTG gibt. Also die im DTG 4020er Paket mitgeliefert werden. So, dann werde ich mich jetzt auch schon mal reinsetzen in den Führerstand. Also die Führerstände schauen alle gleich aus, da gibt es keinen großen Unterschied. Ja, aufrüsten funktioniert wie bei den meisten DTG Zeugs einfach nur nach vorne, Richtungswender nach vorne, Bremsen lösen, also Scheinwerfer natürlich an. Wir schalten die Lichter ein, fahren nach vorne. Die AFB haben sie immer noch nicht gefixt. Das ist ein Minuspunkt, weil schaut euch das an. Die AFB steht nicht genau. Also überhaupt nicht genau. Hört euch mal das an. Und das ist jetzt nochmal das Signalhorn. Dann einmal typische DTG-Steuerung. Das ist zwar nicht die SIFA, das sind normalerweise die Rückspiegel, aber ja. So, dann hätte ich gesagt, ich stelle mal die Weichen. So, dann hätten wir das auch erledigt. Dann fahren wir mal weg. Mit 40 km/h, mit 43 km/h, 42. Ja, was die Strecke angeht, ich bin mit der Oberleitung noch nicht besonders fertig. Also, ja, wie auch immer man das nennen soll. So, dann hören wir uns jetzt mal die Kurvengeräusche an. Eigentlich ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Dann können wir auch das hier machen.
bisschen komisch, weil es einfach nur nach vorne springt. Ja, Hauptschalter können wir hier nicht ausschalten, das nervt mich ein bisschen, aber ja. Und ich möchte hier nicht gegen DTG haten. Halt, das ist mir aufgefallen, das machen ziemlich viele YouTuber. Ja. Die Blende können wir runterziehen. Das halbwegs. Dann können wir die Fenster aufmachen. Aber kein Soundunterschied. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem Signal. Wenn wir die PCB aktiviert hätten, dann müssten wir das bestätigen, aber das habe ich nicht. Ja, außerdem nervt es mich, dass man zweimal drücken muss. Für die PCB. Weil wenn man einmal drückt, dann bleibt sie einfach gedrückt. Ja. Nicht besonders schlau. Hier grünes Signal. Man merkt, dass die Strecke noch nicht so ausgereift ist. Ich habe jetzt einfach mal die Signale. Also jetzt nur mal zur Strecke, die Signale ist halt. Die sind halt einfach irgendwo platziert. Nicht in einem fixen Abstand oder so. Diese Strecke ist halt hauptsächlich zum Vorstellen von Fahrzeugen da, finde ich. Da auf 120 beschleunigen wir, so wie es halt üblich ist. Da der 4020 eine maximal 120 fährt. Und eine Sache, die mich stört, ist, dass das Ding nicht elektrisch bremst. Hier steht zwar, dass es elektrisch bremst, aber hier steht nicht, also hier steht nichts von den Ampere. Hier müssten eigentlich diese Minus-Ampere stehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach ja, und die Notbremse ist viel zu langsam. Und die Türen gehen halt. Haben auch halt einen komischen Ton, wenn sie zugehen. Ja. Vor allem ist diese AFB für Karriereszenarien komplett unpraktisch. Weil man halt entweder zu langsam fährt, dann kommt man zu spät, oder man muss zu schnell fahren, dann kriegt man sowieso die ganze Zeit Minuspunkte. Also. Deswegen ist das für Karriere-Szenarien sehr unpraktisch. Das Doofe ist halt, dass bei der Mittenwaldbahn hat der 4020er halt, die haben dann nur Karriere-Szenarien dazugepackt. Nichts anderes. Nur Karriere-Szenarien. Und es ruckelt halt ein bisschen. Also nicht vom Spielerlebnis her, sondern von der AFB. Wenn ich jetzt. Schaut euch das an, er bremst. Jetzt gibt er wieder Vollgas. Da, und das gefällt mir einfach nicht. Also mein erstes Zusatz-Addon war der 4020er von DTG. Damals war ich halt noch ziemlich unwissend. Ich glaube, heutzutage würde ich mir so ein Fahrzeug nicht mehr kaufen. Ah, außerdem bei der Rot-Grau-Lackierung sieht man hier auf der Seite das Weiß-Blau von der weiß-blauen Lackierung. Und das ist, naja, suboptimal. Merkt man, dass sie da schlampig gearbeitet haben. Gut, ah ja, wir kommen noch zur Dings. Zur Innenansicht. Ja, die schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist eigentlich auch ziemlich genau aufs Detail ausgearbeitet. Na, no. Farbland Großraum Wien kann man sogar sehen hier. Schaut ehrlich gesagt gar nicht einmal so schlecht aus. Nur dass die Griffe hier, das sind die älteren, die haben sie mittlerweile alle schon auf die komischen Griffe, die ich nicht leiden kann, umgebaut. Also mein
mein Abschiedsfazit ist für die Leute, die so etwas halt mögen, wer auch immer das tut, könnt ihr euch kaufen. Kostet aber, also für 14,99 ist dieses Add-on eigentlich nicht so schön. Ja. Obwohl, optisch sieht er eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber vom Fahrgefühl. Also für die Train Simulator Pros, vor allem die Realismus-Fanatiker, bitte kauft euch das nicht. Also als nächstes kommen wir zum 4020er von RWA. Ich werde jetzt mal da drauf klicken. Ja, wir sehen hier, optisch gefällt mir das Ding eigentlich besser. Obwohl nur ein bisschen. Es ist oben verwittert. Ich meine, die Texturen sind sogar beim anderen ein bisschen schärfer. Von DTG. Aber die sind auch okay. Fangen wir mal an mit dem Flatsch. Das sieht in dem Fall so aus. Dann haben wir noch die klassische ÖBB, also die heutige Lackierung, die mit der ÖBB-Wortmarke. Die unterscheiden sich auch akustisch voneinander, weil beim alten gehen die Türen einfach nur zu und bei dem kommt doch dieses Warnsignal, also dieses bi 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 bi, wenn die Türen zugehen oder wenn die Türen aufgehen. Außerdem haben wir auch Werbelackierungen, zum Beispiel den Bratislava von... Ja, von Rot-Grau-Variante. Dann haben wir auch noch die Bratislava-Variante von der Wortmarken-Variante. Ebenso haben wir noch die Genug vom Stau-Variante auf der Wortmarke und die Smiley-Variante. Die finde ich gut, die gefällt mir irgendwie. Die sind mit dem Update, glaube ich, neu hinzugekommen. Grundsätzlich im Spiel, die gab es schon davor als externe Repaints zum Runterladen, bis auf das Rot-Grau-Bratislava. Es ist noch dazu gekommen, die Elfenbein-Variante. Die sind schon deutlich, also realistisch gesehen, deutlich älter. Aber ich muss sagen, dass mir die Elfenbein-Variante ziemlich gut gefällt. Also die sticht für mich richtig heraus. Die mag ich eigentlich viel lieber. Dann haben wir hier noch eine Version. Optisch unterscheidet sie sich nicht, aber akustisch ist diese Schnellbahn mit der ÖBB-Wortmarke. Also optisch ist sie gleich mit der Rot-Grau-Wortmarken-Schnellbahn, die hier steht. Aber akustisch nicht, weil die hat einen Ansagenton, halt wenn man eine Abfertigungsansage, wenn man die... ja, wenn man die... Türen schließt und die Türen verriegelt mit R bei der Türsteuerung, dann kommt ja normalerweise dieses Büüüüüp und in dem Fall kommt davor noch eine Abfertigungsansage. Also dann gehen wir mal in den da rein. Schauen uns das Ding mal von innen an. Schaut eigentlich auch ziemlich nett aus. Jetzt können wir hier mal den Stromabnehmer heben, aufrüsten. Aufrüstvorgang. So, jetzt sind wir an der imaginären Oberleitung verbunden. Wir können hier die BZB und die SIFA ist von vornherein aktiviert. Ich mag das aber nicht, deswegen schalten wir die mal aus. Und die Türsteuerung schalten wir ein. Wir schalten die Lichter vorne ein. Das können wir nur mit H machen, anders geht das nicht. Dann schalten wir den Hauptschalter ein. Das Fernlicht schalten wir ein. Die Bremsen ziehen wir an. Das geht auch viel schneller, wenn ich jetzt nur mal die Taste A gedrückt halte.
Man sieht, wie schnell das geht. Und jetzt nehmen wir mal die AFB und stellen sie mal auf 40 ein. In dem Fall gibt es nicht so wie beim 4020er von DTG Stufen, sondern man stellt es einfach so. So, dann können wir hier mal abfahren. Wir können hier auch wieder bremsen und bleiben schön gemütlich im Bahnhof stehen. Also das Sounddesign finde ich auf jeden Fall echt krass. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon viel besser als das von DTG. Türen sind geöffnet. Währenddessen kann ich mal kurz die Features herzeigen. Wir können hier eine Reihe an Ansagen, also an Zugzielanzeigen, an Zugzielanzeigen eingeben. Und die werden uns dann hier vorne auf dem Display angezeigt. Allerdings gibt es auch Ansagen für die Strecken Wiener von Südbahn Semmeringbahn von Wiener Neustadt bis Mürzzuschlag von RSSLO, von Wien Hauptbahnhof, also von Wien Meidling bis Wiener Neustadt Hauptbahnhof, von Railworks Austria Freeware auf der Seite von Railworks Austria und auf der Strecke von Amstetten nach Kleinreifling gibt es auch auf der Seite von Railworks Austria gratis herunterzuladen. Auch dazu halt ein oder zwei Maps, ich weiß nicht wie viele. Ja, jetzt kommen wir auch schon zur Türverriegelung. Vorsicht, Zug fährt ab. Türen schließen, bitte zurücktreten. Attention please, the train is departing. Also ein Detail, das mir extrem gut gefällt, auch wenn ich diese Anzeige noch nie gehört habe. Und ich wohne hier. Das ist ja quasi unser Inbild. Und man kann auch die Rückspiegel ausfahren, was mir sehr gut gefällt. Von innen sieht das dann circa so aus. Da hier, wir haben die Möglichkeit von 946 bis 999 einzugeben. Ja, das war übrigens mein Handy. Hier haben wir die Möglichkeit, einfach Zugziele einzugeben. 946 wäre in diesem Fall Salzburg Hauptbahnhof. Ja, jetzt habe ich vertippt. 946 Salzburg Hauptbahnhof, das wird hier uns auch vorne schön angezeigt. 999 wäre nicht einsteigen. Und ja, dann gibt es auch noch sowas wie 75 Jahre ÖBB, hoch 1. Mai, Railworks Austria und Sonderfahrt. Die kann man halt alle ausprobieren, wenn man will. Steht auch alles in der README. Dann gibt es aber auch noch die Ansagen, nämlich für den Streckencode 200. Das wäre Mürz nach Wiener Neustadt. Von Mürz nach Wiener Neustadt wäre das in dem Fall das. Das werde ich dann noch später demonstrieren vielleicht, wenn ich es nicht vergesse. Dann 210 wäre Amstetten nach Kleinreifling. Nein. Falsch. Wien Meidling, Wiener Neustadt. Und 102 wäre Amstetten nach Kleinreifling. Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Waldhofen an der Ipp. Nächster Halt, next stop, Kreinsfurt. Ja, das wäre mal so eine kleine Kostprobe von den Ansagen. Wir fahren hier aber weiter mit Sonderfahrt. Oh, Sonderfahrt. Wann jetzt nämlich los?
Zusätzliche Features habe ich jetzt eh schon eigentlich die meisten vorgestellt. Ah ja, wir haben noch diese vier Dinger da. Ach ja, beide Züge sind im Quick Drive kompatibel. Also wenn ihr die euch kaufen könnt, die im Quick Drive fahren, dass ihr selber einen Zug dazu erstellen müsst. Dann haben wir hier noch die Bremsprobe. Die funktioniert so, wenn ich die Bremse anziehe, dann steht da. Hier steht da zum Beispiel da lose. Wenn ich jetzt. Also das ist jetzt nur die elektrische Bremse. Ja, jetzt kommt die Druckluftbremse, die direkte. Jetzt steht hier fest. Wenn wir jetzt wieder lösen, dann steht hier lose. Wenn jetzt wieder bremsen, steht hier fest und so weiter. Wir können die aber wieder weggeben. Man kann die Fenster zwar nicht runterklappen, aber ich denke mal, das wäre eine. Jemanden, der auf Realismus und Qualität setzt, wäre das jetzt, glaube ich, etwas, das man wegdenken kann. Da können wir tolerant sein, das ist nicht so schlimm. Also allen, die auf realistische Züge stehen, würde ich den von RWA empfehlen. Der kostet, glaube ich, 25 Euro im Shop von RSSNO. Den kann ich euch mal in der Beschreibung verlinken, falls ihr ihn braucht. Unbedingt jetzt auf einmal, wenn ihr nicht eh schon jeder hat, weil dieser Zug ist, was ich weiß, ziemlich begehrt auch. Ich habe hier alles schön mit Signalnachahmern ausgestattet, wie man sieht. Ach ja, es gibt zwei verschiedene Bremsgeräusche. Es gibt dieses, also es gibt ohne Bremsgeräusch, dann gibt es dieses hohe, diesen hohen Ton und dann gibt es auch dieses. Werde ich gleich mal demonstrieren. Das, was wir jetzt gerade theoretisch gehört hätten, wenn ich rausgehört hätte. Weil ich habe auf Sound Effects geschalten. Also auf Sound Effects ein. Das heißt, wir hören innen dieses Schalldämpfer. Also es hört sich realistisch an. Einfach. Wenn wir drinnen sitzen, ist es halt gedämpft und so. Und losfahren. Herum. Frechheit. Das fällt mir erst jetzt auf. Aber hier ist er richtig. Es ist etwas anders. Egal, was ist da richtig gemacht. So eine Frechheit. Thank you.
Fazit ist, dass das eigentlich ein richtig cooles Fahrzeug ist. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verbremse. Ja. Das ist ein richtig cooles Fahrzeug. Dieser 4020er. Von RWA. Der von DTG hat eine lange Zeit. War auch eine lange Zeit.